Hallo liebe Backfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Mein kleiner Neffe, der hat Geburtstag am Sonntag und da möchte ich eine Krümelmonster-Torte machen, also wirklich eine schöne Krümelmonster-Torte und dafür braucht man natürlich Kekse. Und da wir die natürlich immer selbst backen und auch sehr gern selbst backen, ich habe schon mal eine Fuhre gemacht und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen auch gar nicht so viel Zutaten. Und zwar habe ich hier 200 Gramm weiche Butter. Ich habe 200 Gramm, ich habe jetzt Schokotrops genommen. Die finde ich eigentlich ganz praktisch. Ihr könnt natürlich euch auch Schokolade klein hacken. Das ist auch gar kein Problem. Dann habe ich hier schon ein Ei. 100 Gramm braune Zucker. Ich backe sehr gerne braune Zucker, aber ihr könnt natürlich auch weiße benutzen. Das ist gar kein Problem. Dann habe ich hier noch ein Päckchen Vanillezucker. Eine Prise Salz braucht man. 200 Gramm Mehl und ein Teelöffel Backpulver. Den Backofen habe ich mir schon mal hochgeheizt, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Eine Schüssel habe ich mir jetzt genommen, da können wir jetzt auch die Butter schon hineingeben. Butter hineingeben, den Zucker und den Vanillezucker, dann können wir es einmal kurz umrühren. Das Ei können wir jetzt auch dazu geben und einmal kurz umrühren. Und die Prise Salz können wir jetzt auch gleich dazu machen. Die Schokolade oder die Schokotrops habe ich jetzt auch. Ich gebe jetzt mal so 150 rein. Ich lasse mal nur so ein paar übrig. Wenn wir es später auf dem Blech haben, können wir es oben drüber noch ein bisschen verteilen. Und dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Und einmal umrühren. Mehl und Backpulver können wir jetzt ein bisschen mischen. Und dann auch gleich hineingeben und ganz kurz nochmal umrühren. Backblech mit Backpapier habe ich mir jetzt schon mal zurechtgelegt. Ich mache das eigentlich ganz gerne mit dem Eisportionierer. Den tauche ich auch ein bisschen in heißes Wasser oder lauwarmes Wasser und mache mir dann eine sehr schöne Kugel und gebe es dann schon mal auf mein Backblech. So sieht es dann aus. Das sieht richtig aus wie eine Eiskugel. Dann habe ich es jetzt noch mal ins Wasser und dann mit dem Rücken gerade ein bisschen glatt oder platt mache, dass sie halt auch schön auseinander gehen. Ihr müsst auf jeden Fall zwischendurch schön Platz lassen, weil die wirklich noch ein bisschen größer werden. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein paar Schokodrops übrig und die können wir dann auch noch mal schön oben drüber verteilen. Das sieht dann auch noch mal ganz klasse aus. Das erste Blech, das ist jetzt fertig. Also ich weiß, dass jetzt auch nicht unbedingt sehr viel sind. Ich glaube so 12, 13 kriegt er raus, aber auf jeden Fall, wenn es geht, einzeln backe. Das kann jetzt in den Ofen und zwar für 15 Minuten. Die erste Fuhre ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt. Die sind wirklich ganz, ganz weich innen drin. Die schmecken super lecker, also wirklich echt super lecker. Ihr könnt sie auch außenrum, wenn es euch noch ein bisschen zu hell ist, könnt ihr es auch noch ein bisschen im Backofen lassen. Die zweite Fuhre, die ist jetzt auch im Backofen drin. Und schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.